Ja, liebe Freunde der Seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Suikoden. Im Moment noch ohne Gast. Ich hoffe, dass eventuell im Laufe der Aufnahmesession sich ein Gast noch findet für dieses tolle Let's Play. Und eins kann ich schon sagen, Mexican Dake wird es nicht sein, den ich an dieser Stelle doch nochmal grüße. Denn er hat leider zeitlich keine Möglichkeit gefunden, hier sich einzufinden. Das macht aber nichts. Wir finden trotzdem hier unseren Weg durch diesen Dungeon. Ich werde so lange noch ein bisschen was vorbereiten hier. Denn ich versuche im Urlaub das Spiel noch zu Ende zu kriegen. Es kommt doch noch einiges storytechnisch. Es kommt noch. Weil ich so ganz vergessen habe. Oder so ziemlich vergessen habe, was ich sagen muss. Gut, wir kriegen aber hier noch einige EXP. So ist das ja auch halb so wild. Und wir müssen auch Hicks ein bisschen auf Vordermann bringen. Denn wir wissen ja, es geht in erster Linie um ihn. Und dafür gehe ich an diesen Ort. Wir kriegen einen Vollhelm. Sehr schön, dieser Vollhelm passt nämlich nur unserem guten Hicks. Und den setzen wir auch auf, denn er hat den Halbhelm. Wir sehen auch gleich, dass es definitiv notwendig ist, ihn ein bisschen aufzupäppeln, denn er hat nur eine Abwehr von 144. Und diesem ganzen Problem machen wir jetzt erstmal ein wenig Luft. Wir brauchen da erstmal ein bisschen Hilfe für. Und ich hoffe. Gut, ich muss gleich den Ordner wechseln. Das macht aber auch gar nichts, denn ich speichere das gerade in das falsche Let's Play-Archiv. Macht mir aber gar nichts. Ich gehe jetzt erstmal hier raus. Meister Tier, ich bitte euch, bitte retten Sie Tenga. Wir gehen aber erstmal raus. Denn wir können immer wieder hier rausgehen, weil es wäre vom Spiel auch recht ungerecht, wenn wir jetzt so zu Necklord gehen müssten, beziehungsweise durch sein Schloss gehen müssten, um ihn daran zu hindern, denn Hicks ist überhaupt nicht richtig ausgerüstet. Was wir definitiv nur nachholen. Wir haben ja auch noch das Silverlet, was wir ihm geben können. Da er vorne steht, braucht er definitiv das beste Equipment, was wir haben können. Zack, schon wesentlich besser. Und ich werde jetzt mit ihm erstmal auf Ausrüstungstour gehen. Hep! Auf geht's. So. Zack. Wunderbar. Da sind wir. Gehen wir doch jetzt erstmal schauen, wo wir jetzt hingehen können. Use Elevator. Wir benutzen den Aufzug. Ja, ich gehe erstmal ausrüsten. Denn das Ausrüstungszeug, was wir hier bekommen, sollte uns schon einiges bringen. Geld habe ich auch noch. Ja, 679.000, das ist überhaupt nicht wenig. Gut, dann können wir erstmal hier schauen. Chapman, was hast du denn für uns? Natürlich, 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 natürlich brauchen wir das nicht alles. La 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 la, eine Magierobe, Ninja-Rüstung, Drachenrüstung, Vollrüstung, die kann er nicht tragen, aber eine Drachenrüstung bekommt er von uns. Die legen wir auch jetzt erstmal sofort an, damit ich erstmal weiß, was ich an Equipment für ihn brauche. Ist aber auch halb so wild. Bam! Sofort die Drachenrüstung ausrüsten. Dann passt das alles besser. So, wir verkaufen erstmal. Nee, Chavis Crystal auf gar keinen Fall, den werde ich nicht verkaufen, ich bin doch nicht doof. Halbhelm wird verkauft und die Lederrüstung wird verkauft. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld drin. Gucken wir, was wir noch so haben, was wir verkaufen können. Nee, den Rest verkaufe ich lieber nicht. Und gehe erstmal weiter durch, was ich für Hicks noch kaufen könnte. Na, 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 wo fährt sie das Grün? Die Wing Boots. Oh, ein Speed-Bonus. Sehr interessant. Schauen wir erstmal. Seit wann kann ich die Wing Boots eigentlich kaufen? Naja. Ich glaube, die kaufe ich ihm auch, damit er ein bisschen schneller wird, weil er mir eigentlich sehr langsam zu sein scheint. Die Vidi kann nur Clio tragen. Gerade konntest du auch noch Hicks tragen, oder nicht? Ja, egal. Macht nix. Dann holen wir dem guten Hicks nochmal einen weiteren Chaos-Schild erstmal. So. Wir wollen ihn ja auch definitiv hier mit durchziehen, dass wir keine Probleme bekommen. Und wir haben das Geld. Das sollte uns auch klar sein. Wir haben das Geld definitiv, Leute. So ist es nicht. So, dann haben wir Chaos-Schild. Zack, sofort ist die Abwehr hochgeschraubt. Und zwei Guardrings. Dann ist Hicks wunderbar ausgerüstet. Die anderen Leute lasse ich erstmal so von der Rüstung her. Denn es hat ja bis jetzt gereicht. So, dann wollen wir erstmal die Sachen wieder verkaufen, die er kriegt. Ja. Zack, weil die brauche ich für die anderen nicht. Silverlet kann auch wieder weg. Ja, seht ihr, so schnell geht das. Kein Kampf gemacht, aber trotzdem Rüstung abgelegt. Ist in Ordnung. Kein Ding. Stört mich nicht. So, des Weiteren müssen wir noch einmal in die nächste Etage zu den Schmieden. Wir erinnern uns. Denn unser guter Hicks hat noch keine vernünftige Waffenkraft. Die müssen wir ihm noch erst besorgen.
So, rein da. Okay. Zack. Ja, komm raus, hau rein. Obwohl, Moment, ist er der Beste im Schmied? Nein, natürlich nicht. Ich glaube nicht. Ich gehe mal zu Moose. Ich glaube, der ist noch einen Tacken besser. Ja, der kommt noch weiter als Level 12, dachte ich mir. Aber ich denke, es reicht erstmal, wenn ich die Sachen auf Level 12 habe. Denn Hicks Waffe muss auf jeden Fall gepusht werden. Tenga Plus. Und ihr könnt euch schon eventuell denken, wie die Waffe noch heißen könnte. Das sage ich jetzt erstmal nicht. Oh, Victor macht gut Schaden. Lück brauchen wir nicht, habe ich ja gesagt. Aber den Bogen von Ruby erstmal. Oh, jetzt ist es der Ashra-Bogen. Sehr schön. Ich glaube, mit den anderen gehe ich auch erstmal weiter mit den Powern. Hier, King Dragon Sword nochmal auf Level 13 hoch. Ja, komm, machen wir nochmal einen weiter mit Tenga Plus. Bam, ist es Tenga Plus Plus. Und Cleos Wurfmesser auch nochmal hochschrauben. Ihr wisst vielleicht auch, warum ich das mache. Dass ich Lux Waffe außen vor lasse. Es ist eigentlich eine Sache der reinen Logik, warum ich das tue. Und warum bin ich zu Maus gegangen? Ich habe doch Moose letztes Mal geholt. Naja, egal. Stört mich jetzt erstmal gar nicht. Auf geht's, Leute. Rein hier. Und wieder in Necklords Schloss fliegen. Hups. Noch nicht. Oder? Ja, doch, können wir machen. Kein Ding. Sollte jetzt erstmal gut vorbereitet sein. Ab in Necklords Castle. Wunderbar. Passt, wie ich das möchte. Klack. Übrigens werde ich jetzt schon mal ankündigen, dass ich bei Suikoden 2 einen Glitch präsentieren werde. Den das Spiel hat. Der einigen schon bekannt ist. Und das Spiel auch einfacher macht. Ich werde das Spiel allerdings nur bis dahin einmal spielen und präsentieren, dass es geht. Und dann das Spiel normal weiterspielen. Jetzt werde ich noch was anderes Interessantes zeigen, was einige sich eventuell fragen, was dieser Zombie da unten zu suchen hat. Er steht ja hier unten so doof rum. Juck, juck, juck. Wollt ihr was Interessantes hören? Ja, eigentlich schon. Sag uns das mal bitte. Juck, juck, aber nicht umsonst. Ihr seht jetzt vier Optionen. Ich werde diese Option mal nehmen mit den 25.000. Juck, juck, juck. Ihr seid ganz schön spendabel. Okay, sagt's aber niemanden. Ihr seht, Meister Necklord. Gugligu. Was war das denn? Du Idiot! Juck, juck, ihr seid wütend. Okay, okay, ich gebe euch das Geld zurück. Und er hat uns tatsächlich die 25.000 Bits zurückgegeben. Okay, Leute. Vorbereitungen für die Festung sind getroffen. Man sollte versuchen, in dieser Festung möglichst jede Schatztruhe mitzunehmen. Das weiß ich noch. Denn, sie sind sehr nützlich. Oh, Gegner schon von vornherein, die Lavraen. Die greifen wir an. Oh, schöner Schaden. Der gefällt mir. Und Hicks, ja, guckt immer ein, was er jetzt für einen Schaden macht. Oh, Mann. Oh, oh, Lavraen kommt und... Ja, 44 Schaden. Ist in Ordnung. Wir dürfen ja nicht vergessen, Hicks levelt noch ein bisschen nach. Und, muss da ja erstmal noch durch. Wunderbar. Wieder ein bisschen EXP sammeln. Oh, ich finde es gut, dass ich Ruby schon dabei habe. Ich habe ganz vergessen, dass ich den jetzt schon holen kann. Oh Mann. Okay. Dieser Dungeon ist eigentlich recht simpel geskriptet. Man muss sich wirklich, wie Necklord schon gesagt hat, nach ganz oben begeben. Bam! Immer schön Schaden drauf. Und komm, Hicks. Klasse. So will ich das sehen. So will ich das von meinem Lieblingsschüler Schüler sehen. Bumm. Ein bisschen aufstoßen kommt auch mal vor. Wunderbar. Wir haben auch wieder einiges an Leveln bis jetzt erreicht. Ich weiß nur, dass ich mich damals immer so höllisch schwer getan habe in diesem Dungeon. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich die Kämpfe teilweise viel zu früh angegangen bin oder den Ort. So, ja, Clone Rune. Du kannst auf das Hell Unicorn gehen, Victor, falls es überlebt. Ruby hat gute Fähigkeiten, die ich auf jeden Fall auch noch benutzen werde in dem Kampf, der noch hier kommen wird. Ich nehme ja nicht so viel vorweg. Und wir machen erstmal sofort die Höllenrune, damit wir den Gegner zeigen, hallo, wir haben die Hosen an. So. Wir verwandeln es. Dieses Örtchen. Zzzzup. Wunderbar. Zack. Oh, oh, ordentlich Punkte noch. 250 Punkte bekommen wir für diesen Ort. Oder für diese Gegner. Es gibt noch eine stärkere Gegnerform, oder wo mehr Gegner auftauchen. Die haben wir auch schon gesehen, liebe Freunde. Und hier muss man jeden Ort heimsuchen. Och, eine Larve. Nee.
Die hau ich jetzt aus dem Leben. Die hat es nicht anders verdient. Sehr gut, Ruby. Ruby ist auch sehr schnell. Was ich hier sehe, das gefällt mir. Und ja, ich denke, wir sollten auf jeden Fall auch alles mitnehmen, was wir hier finden. Zum Beispiel das Antitoxin, das Gegengift. Kann man immer gebrauchen. Die Bilder hier stören uns gar nicht. Daran stören wir uns nicht. So. Zwei Dämonenbeschwörer. Ja dann. Kriegen die auf die Ohren von uns. Zack, du bist kaputt. Und Higgs, zack. Wunderbar, so möchte ich das sehen von dir, mein Freund. So möchte ich das sehen. Ich glaube, Moose, den wir jetzt als Schmied dazu geholt haben, kommt auf Level 15 mit den Waffen. Wieder eine Schatzkiste, was ist hier drin? Eine Medizin. Ja gut, für den Notfall. Gut ist auch in diesem Spiel, finde ich, dass man das das Inventar ein bisschen niedrig halten muss. Oh ja, die Bilder. Wir erinnern uns an das Rätsel. Wir gehen hin und there's a painting chestnut tree. Erstmal noch nicht. Man muss nämlich sich das Ganze nochmal vor Augen führen, wie man das Ganze hier lösen muss, dass sich ein Geheimgang öffnet. Das erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Diese Stelle erinnert mich an Resident Evil, nämlich an dieses Bilderrätsel in dem ersten Teil. Wir sprechen erstmal hier. Dieses an Peasant Girl sprechen wir an. Machen wir einen Knopf. Klick. Und dann gehen wir hin und gehen an dieses Bild. Hallo? Hallo? Oder ging das schon nicht? War das schon falsch? Scheint falsch gewesen zu sein. Ja. Alles klar. Dann war das falsche Bild. Das dürfte das falsche Bild gewesen sein dann, weil sonst wäre das jetzt nicht aufgetaucht. Die lasse ich jetzt gehen. Also von den Larven kriege ich sowieso kaum Punkte. Bringt mir jetzt nicht viel. Wie war die Reihenfolge nochmal? War erst das Bild? Girl in the early afternoon. Na, machen wir das mal. Klick. War auch wieder falsch. Gut, dann glaube ich, weiß ich, wie das war. Ja, ja, doch, natürlich. Müsste anders gewesen sein. Wir erinnern uns ja an die Reihenfolge, die uns der Gute genannt hat. Weil wenn Klick kommt, ist falsch. Ja, Chestnut Tree. Nehmen wir erstmal das. Oder? Jetzt können wir nämlich das nächste Bild anklicken. Peasant Girl? Nein, erstmal nicht. Gehen wir an das Bild. Girl in the early afternoon. Zack. Und dann nehmen wir dieses Bild. Zack. Und als letztes Bild nehmen wir noch nicht die Gegner, sondern dieses Bild. König der Nacht. Das klicken wir an. Und zack, Geheimgang. Wunderbar. Aller guten Dinge sind drei. Wir haben den Weg gefunden. So. Alles klar. Oh, genau auf diese Gegnerform habe ich gewartet, um das nächste Mal wieder die Hölle zu verwenden. Wunderbar. Jetzt habe ich nur leider keine mehr. Aber das ist auch halb so wild. So, währenddessen. Mal schauen, ob da irgendwas klappt hier. Oh, Punkte, Punkte, Punkte. Nicht mehr allzu viele Punkte wie vorher. Aber Lüg hat ordentlich was bewegt. Ja, toll. Ich glaube, irgendwie die Gegner werden immer länger. Was mir gar nicht passt. So, und hier sind wieder Räume. Und Demon Sorceress. Yay, I live them, I love them, I do so. Bam. Alles kaputt. Klasse, läuft. Wunderbar. Oh ja, ich liebe diese Gegner, wenn sie auftauchen und mir Punkte geben. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, da war ich noch nicht so gut vorbereitet. Da musste ich mich teilweise auf Level 50 hochpushen. Erdenstiefel. Oh, die Erdstiefel, die sind gut. Ich glaube, die hat Victor jetzt. Silverlet, Earth Boots. Ja, sehr gut. Das heißt, wir haben noch ein Silverlet. Mal gucken, ob das irgendwem hilft. Ja, Cleo. Cleo braucht die aber auch. Dann, wir sollten nochmal an ihre Ausrüstung denken. 10 Schuhe raus, Silverlet rein. Sie ist noch unter 200. Macht aber nicht wirklich was. Hä? Komm, Larve weg. Bam. Bam. Gut. Haben wir auch das weg. 46 sind wir mit dem guten Held schon. Gut. Der gute Tier McDole ist auf Level 46. Dann wollen wir mal hier reinschauen.
Särge. Nee, hier gehe ich noch nicht rein. Nee, habe ich keinen Bock. Erstmal hier rein. Da ist nämlich noch eine Scheißkiste. Ah, komm, die Gegner bekämpfe ich so. Einmal ein bisschen Airtime für die Gegner, bitte. Danke. Komm, Higgs. Jawohl, Higgs. Jetzt sehen wir auch endlich gleich mal Victor zuschlagen mit seinem King Dragon Sword. Oh nein. Genau den Zauber wollte ich nicht, dass er ihn verwendet. Obwohl, viel Schaden hat er nicht gemacht. Außer bei unserem armen Higgs, der immer eine schlechte Magieabwehr hat. Aber das sollte nicht das Hauptproblem sein. Wir hauen den Gegner ja so weg. Den Demon Sorcerer. Immer schön drauf. Der hat sich anders verdient. Genauso. So habe ich mir das vorgestellt. Schön auf die Ummel. Nee. Und außerdem haben wir dadurch Victor auf Level 46 bekommen. Was Schlimmeres gibt's nicht. Grüne Farbe. Oh ja, die können wir auch Ivanov bringen. Für später merken. Nicht, dass der Rabe da wieder vergisst. Der faule Hund. Nicht, dass der da wieder vergisst abzugeben. Aber gut, dass Higgs noch ein bisschen Medizin hat. Kann ich alle anderen noch ein bisschen peppeln. So, wunderbar. Alle voll geheilt. Das war jetzt erstmal der erste Schritt. Und jetzt gehen wir hier durch diesen Raum mit den Särgen. Und hier nach oben. So. Wir sind nämlich schon fast da, Leute. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, wieder eine Büste und Gegner. Aber die Gegner machen wir erstmal putt. Nämlich so. Bam. Bam. Und ich finde es auch, dass es wichtig ist, dass Ruby jetzt schon die Fliesenrune hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird das erste Mal sein, dass ich Ruby ernsthaft in die Gruppe mitnehme. Ich habe ihn bis jetzt noch nie in der Gruppe mit dabei gehabt. Das ist jetzt das erste Mal, weil ich ihn immer einfach nur sehr spät damals geholt habe. Und ihn damals nicht als sinnvoll empfunden habe. Erdrunenstück. Ja. Enchant Weapon with Earth Attribute. Ja. Brauchen wir nicht. Ah, wir haben noch sämtliche Sachen, die ich sehe. Sehr schön. Luke hat auch noch ein paar Medizin mit dabei. Wir dürfen nicht vergessen, Luke ist immer noch sehr schnell. Was nicht unbedingt verkehrt ist. So, hier war ich oben schon drin. Das heißt, ich musste oben rechts in die Tür. Bam. 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 Und jetzt Bam. Oh, Victor, du machst mir wieder alles kaputt. Ausweichen. Sehr gut hier. So will ich das sehen. Mann, 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 Mann. Immer macht mir Victor alles kaputt hier. Und Bam. Passt. Wunderbar. Besiegt. Wieder ein paar Punkte für uns. Bring, bring, bring. Bribble, bim, bedding. Ja, man muss nur dazu sagen, dass jetzt Ruby auf Level 48 anscheinend ein bisschen überpowered ist, was das Ganze angeht. Soll mich aber nicht stören. Och man, Unicornhorn. Hell Unicorn. Habe ich gerade richtig gelesen? Wir können schon gehen lassen? Dann sind wir wirklich sehr gut dabei. Wenn wir das schon gehen lassen können. Och. Oh nein. Oh gut, dass Higgs ausweicht. Aber Higgs... Ne, wir können nur wegrennen davor. Ich wollte gerade sagen. Bestechen werde ich die Gegner übrigens in diesem Walkthrough bzw. Let's Play nicht. Das möchte ich nicht präsentieren, weil eben halt mir jeder Pot schwert, jeder Bit des Wert ist. Aber warum komme ich da nicht in diesen Raum da hinten rein? Das irritiert mich jetzt ein wenig. Ich möchte da rein. Hallo? Nein? Auf euch habe ich jetzt keine Lust. Ich möchte da hin. Wie komme ich da hin? Ist da eventuell ein Durchgang? Ein geheimer, der mir hinterblieben ist? Den muss ich nochmal nach... Ach nee. Halt. Halt, ich erinnere mich. Einspruch, da war was. Da komme ich nämlich durch, nein. Alles klar. Gut. Jetzt ist mir klar, was los ist. Jetzt ist es mir klar. Und es wird immer dunkler, seht ihr? Das Spiel simuliert quasi unser Vorankommen. Aber irgendwie finde ich, dass wir nicht so lange brauchen. Okay. Sehr gut, jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite, wie ihr seht. Erstmal hier oben rein. Und Schatzkiste mitnehmen. Magie-Runenstück erhöht die Magiekraft. Ja, da. Magic Up für... ja, den Held. Der soll eher lernen, seine ganzen Skills besser zu verwenden. Hier geht es nämlich nur darum, dass er seine Skills dann öfter verwenden kann. Die Gegner lasse ich jetzt mal los. Es ist mir jetzt Peng, was sie machen. Dann gehe ich einmal hier noch rein. Sehen noch eine Schatzkiste mit dem Finsternis Cape, Finsternis Umhang. Kann ich das noch jemandem geben? Ja, Cleo und Ruby. Oh, 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 ja. So viel dazu.
Ruby ausrüsten mit Cape of Darkness Nummer 2. Jawohl. Jetzt gucken wir mal, ob die anderen Sachen von Clio noch helfen. Die Zehenschuhe. Ne, Ruby hat 2 Silverlets. Alles klar, an dieser Stelle, Leute, mache ich dann einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Suikoden. Bis dahin, sprach der Raven halt nimmer mehr.